Freunde, hallo und herzlich willkommen auf der FIBO. Ich bin ganz spontan hier gelandet, denn ich habe mich gefragt, wie gut sind diese ganzen Sportsnacks wirklich? Wir werden das Ganze heute durch die Brille von einem ganz normalen Genießer betrachten. Ich bin kein großer Gymgänger. Ich war zwar heute Morgen mit Eric noch, deshalb passt das ganz gut. Aber wir gucken uns an, wie gut ist das Essen wirklich? Vielleicht treffen wir auch das ein oder andere bekannte Gesicht. Markus soll auch hier sein. Schauen wir mal, los geht's. Ich bin gespannt, was gibt's denn alles so, ne? Früher, da gab's ja nur, hat uns der Markus erzählt, geschmacksneutrales Whey-Isolat. Heute kannst du dir irgendwelche Proteinlimonaden reinziehen. Es gibt natürlich von Markus selbst auch ganz viele Produkte, die wir auch testen wollen. Aber da hinten scheint es was zum Probieren zu geben. Wir schnappen uns mal hier so ein Outbar. Eric, ne? Auf uns. Ist schon 14 Uhr, darfst du? Okay. Schmeckt gut nach Schokolade. Ich finde, das schmeckt gar nicht nach so einem Fitness-Snack. Nee. Schmeckt wie so ein Müsli-Riegel einfach. Übelst. Frage ist, wie sind die Werte davon, ne? Ja, das ist uns aber egal, wie die Jungs. Ja, geil. Hazelnut Nougat müssen wir natürlich auch probieren. Ohne Witz, ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber das ist wirklich geisteskrank, weil das schmeckt einfach wie ein ganz normaler Schokoriegel. Real Talk, krass. Hier gibt es jetzt irgendeinen Drink, sehr interessant. Vielleicht wird das so, ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich so dieses Isoclear, aber als Fertiggetränk. Sehr vertrauenserweckende Farbe. Ja, das ist das. Ja? Das ist das, das kennst du auch. Das ist Cherry einfach, ne? Cherry, aber das schmeckt so wie geschmolzenes Kratzeis. So ein bisschen, ne? Oder? Aber wir sind ja heute mit der kritischen Brille da. Man schmeckt schon, dass es ein Proteinprodukt ist. Schon. Gerade nach diesem Riegel, der wirklich geisteskrank ist. Das ist Eis. Chunky Flavor Honey Cereal Pop mit veganem Joghurt. Da fehlt was. Probier mal. Das schmeckt nicht schlecht, ne? Aber schmeckt so wässrig irgendwie. Sonntag. Ich muss jetzt Real Talk. Jedes Mal setze ich mich auf meinen Schreibtisch, ich mache mein Essen, ich chille, ich gucke mir eure Videos an. Real Talk, ihr macht eine gute Arbeit. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Ich gucke es immer beim Essen. Das sagen aber alle immer. Immer beim Essen. Immer beim Essen, ja, auf Chillen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr die Videos auch beim Essen immer schaut. So, Freunde, wir sind angekommen bei Moor. Gerade eben war ein bisschen ESN. Die teilen sich ja alle ein bisschen die Halle, habe ich das Gefühl. Und hier gibt es Protein Iced Coffee. Ihr wisst, ich liebe Kaffee. Das wird jetzt kein leichtes. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es sieht schon mal aus wie Kaffee. Das ist schon mal ein erstes gutes Zeichen. Zeig mal. Probieren wir den Protein Iced Coffee. Not bad. Ja? Es ist nicht dieser Kaffeegeschmack, den man hat, wenn man einen Siebträger-Kaffee trinkt. Natürlich nicht, aber es geht sehr in die Richtung von diesen geilen Nescafé. Nescafé Vanille und so. Kennst du das noch? Ja. Das schmeckt auf den ersten Moment genauso und hinten raus hast du so ein bisschen diesen leichten Süßstoffgeschmack. Aber das kann man echt machen. Es sollte auf jeden Fall klar sein, ich habe mit keiner der Marken hier eine Kooperation. Ich bin komplett neutral. Aber das kann man echt machen. Ich hole Eric auch mal ein. Prost. Schön. Prost. Cheers. Schönen Tag euch. More Protein Iced Coffee. Ist valid. Wir sind aus der ersten Halle raus. Ich glaube, das ist direkt die intensivste Halle gewesen. Ja, was haben wir gehabt? Dieser Schokoriegel war super lecker. Protein Coffee war sehr lecker. Diese Limonade, ja, nicht ganz so wie eine echte. Joghurt-Ding war nicht so meins, aber wir werden noch einiges finden, was sehr lecker ist. Es gibt auch noch ein paar Leute, die ich kenne, die hier sind. Und wir suchen jetzt erstmal den allerechten Magus. Probieren noch ein paar von seinen Riegeln. Das ist schon so ein kleiner Kulturschock irgendwie, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass so viele fitnessinteressierte Leute meine Videos schauen. Das ist so eine halbe Party hier, ja, irgendwie. Das stimmt. Ja. Wir sind gerade eigentlich auf dem Weg zu Magus, aber ihr wisst, ich habe eine Pasta-Firma und hier gibt es Gemüsepasta. Das heißt, wir müssen sie testen. Es gibt Edamame-Spaghetti. Es ist schon interessant, ne? Wenn man sich mal die Werte anschaut. Normale Pasta 10 Gramm Eiweiß, die hier 41, viermal so viel Eiweiß. Also wenn die gut schmeckt, bin ich sehr überrascht. Kollabo mit Pasta Poesia. Schau, was sie haben. Sie haben die QP-Sesamsoße. Oha. Die Geräuschkulisse hier ist geisteskrank. Ich werde ein bisschen schreien. Das sind die drei Pasta-Sorten, die wir hier testen können. Zunächst einmal Schwarzkohl. Ganz ehrlich, ich erwarte überhaupt gar nichts. Wenn das gut schmeckt, bin ich sehr überrascht. Jetzt muss man halt überlegen, mit was vergleicht man das? Mit einer ungewürzten, gekochten Nudel. Und da ist das besser als gedacht. Edamame Spaghetti. Okay, probier mal. Sorry, ich habe nur noch so wenig übrig. Ich weiß nicht, ob die da ein bisschen Öl dran gemacht haben. Die sind von Haus aus schon so ein bisschen mehr gewürzt als so eine, ja, natürliche Nudel, ja, ne? Aber nicht verkehrt, also mit den Nährwerten. Noch einmal Glasnudeln, die sehen wirklich ein bisschen sass aus, weil die so wie Wackelpudding aussehen. Aus Süßkartoffel-Glasnudeln, die sind sehr klebrig so. Aber unterm Strich trotzdem positive Überraschung. Kann man machen, wenn man seinen Proteinbehalt decken muss. Besser als normale Nudeln sind sie natürlich nicht. 150 Kilo. Ja, okay, komm. Versucht er das jetzt? Er hat es nicht geschafft. Aber warum ist alles so laut? Ey, keine Ahnung. Ich hätte jetzt die andere Hantel genommen und Curls gemacht, aber er kriegt die ja nicht mehr hoch. Wir sind auf dem Weg. Markus Rühl, endlich. Ihr habt alle das PK geliebt. Ich habe Markus auch direkt ins Herz geschlossen. Und jetzt schauen wir mal, was seine Produkte so können. Ihr merkt es, ich bin definitiv befangen, weil ich liebe ihn. Aber egal, wir testen sie. Das bin nicht ich ohne Klamotten, sondern das ist Markus Rühl tatsächlich.
crazy. Was ist denn dein Favorit? Wasser, nein. Das schmeckt echt wie Wasser, ne? Also das ist Wasser mit Protein? Nein, das ist Protein, Eiweiß, das schmeckt nach Wasser. Also man... Das ist 91 Gramm Eiweiß. Das ist die höchste dann. 93%. Der Clou an der Sache ist tatsächlich, das schmeckt nach nichts. Proteinwasser, geil. Das hat auch ein bisschen Wellen geschlagen, ne, dass ihr das gemacht habt. Ich habe das auch schon gesehen. Ich bin ja gar nicht im Fitness-Game. Ne? Proteinwasser. Das schmeckt wirklich wie Wasser. Das ist ja irre. Markus, was geht? Alles gut? Mein Lieber. Ey, ohne Witz, nicht weil Markus neben mir steht, aber ich glaube, das ist das Beste von diesem ganzen Clear, nenne ich das einfach mal. Ne? Von diesen ganzen Clear-Produkten, was ich hier getrunken habe. Merkst du den Unterschied? Ja. Also die Leute haben ja gedacht, da ist wirklich nur Wasser drin. Ja, nee, da ist schon das Protein drin. Du hast so einen leichten, ganz leichten Proteingeschmack mit drin. Ja, aber ich finde, das schmeckt so ein bisschen, als hätte man vielleicht einen Shaker, wo Protein drin war, ausgespült und dann trinkst du das. Das schmeckt so krass. Aber das sind... Probier du mal, Eric. 90 Gramm Protein. Ja, geisteskrank. Wir produzieren ja selbst, ne? Ja. Wir versuchen ja auch vieles. Und da haben wir dann immer gesagt, weißt du was, mach ich jetzt mal einfach nur den Rohstoff. Ja. Weil wir wissen wollten, inwieweit wir Rohstoff manipulieren müssen, damit er noch besser schmeckt. Aber dann haben wir das pur getrunken. Das ist ja genial. Wie lange habt ihr das schon? Seit 3 Wochen. Geil, geiles Produkt. Also das hier ist Cookies and Cream, der ganz neue? Der ganz neue. Weich, lecker, weiße Schokolade. Plus kommt das Cookie-Geschmack. Der ist todescremig, schmeckt richtig gut. Den Rest packen wir uns ein. Markus, danke dir für deine Zeit. Viel Spaß noch, der Fibo. Wenn du mal einen Thunfisch-Tartar willst, sagst du Bescheid. Jetzt mal ohne Scheiß. Hab ich auch schon gesagt. Seit ich das bei euch gefressen habe. Ja. Ich gucke mal, wo ich bin, ob es Thunfisch-Tartar gibt. Das war das Leckerste, was ich echt seit Ewigkeit gegessen habe. Geil, das freut mich sehr, Markus. Bis bald, gell? Ey, wirklich. Geil. Ciao. Auch ohne Kamera, Markus, ich fand das so sympathisch. Okay, wir sind gerade mal kurz rausgegangen. Da drin fallen einem wirklich die Ohren ab. Das ist so laut da drin überall. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, so da drin, so wer am lautesten schreit, verkauft am meisten. Ich hoffe auch wirklich von Kameraseite aus, dass das Video trotzdem anschaubar ist. Ja, ja Leute, das war wunderschön. Wirklich, hat mich sehr gefreut, Markus wieder zu sehen. Genauso herzlich, wie ich ihn bei mir empfangen habe, hat er uns gerade empfangen. Und ich sage euch ganz ehrlich und aus vollster Überzeugung, ich habe ein paar Sachen probiert, die so in diese Iso-Clear- und Fitnessprodukt-Richtung gehen. Die sind wirklich auf einem anderen Level. Also ich finde, die Produkte schmecken so wenig nach Ersatzprodukten, das ist am Ende des Tages für mich das, was wichtig ist. Ich glaube, viele gewöhnen sich dann so sehr an so einen künstlichen Geschmack, dass sie das vielleicht dann nicht mehr so krass finden. Aber für jemanden, der überhaupt nicht auf so Ersatzprodukte ausweicht, ist das wirklich krass, weil es schmeckt einfach wie das Original. Wirklich dicke Props. Auch mit dem Proteinwasser. Proteinwasser. So einfach. Geisteskrank. Ich bin so maximal gekauft mit meinen 4 Riegeln drin. Aber ich kriege natürlich kein Geld von Markus. Und ich finde, was uns jetzt noch fehlt, ist so... Ein richtiges Meal. Ja. So eine Innovation, ja. Vielleicht ein bisschen. Hier sind auf jeden Fall noch Leute unterwegs, die wir kennen. Ja, wir suchen für euch natürlich jetzt die nächste Neuheit. Los geht's. Was geht ab? Ja, Mann, selber? Das letzte Mal waren wir beide wahrscheinlich zusammen. Ungefähr so. Wann war das? Im Juli? Das war, August, September. Ey, das kommt sogar hin. Das war wirklich das letzte Mal, dass ich war. Eieiei. Was eine Schande. Ja. Ey, aber Eric, du ziehst Sport so geil durch, Alter. Was los? Du musst ihn mitnehmen. Mach Formcheck. Komm schon, Formcheck. Okay, man sieht nichts. Digga, was ist das denn bitte? Okay, man sieht nichts. Bauch ist noch ein bisschen da. Er hat schon krass abgenommen, Alter. Muss man auch mal hier sagen, seit wie vielen Tagen? 180 Tagen oder so? 180 Tage, jeden Tag ein Real. Der Bro, der ist am Grinden, Alter. Ja, ich grind nicht so viel wie du. Bei mir kommt es einmal vor, dass ich einmal in der Woche ein YouTube-Video drehe und das ist für den Zweitkanal heute. Und hier! A Head Low Sugar, Gummies. Ja. Die sollen nicht so super sauer wie die anderen schmecken, die ich davor hatte. Die ganze Packung 0,7 Gramm Zucker. Also 1,4 Gramm auf 100 Gramm, die testen wir jetzt. Ganz zum Schluss fehlt dieser krasse süße Kick. Alter, ich finde die krass. Ich finde, die schmecken hinten raus wie so ein Calippo-Wassereis. Noch darüber gesprochen, bald 15.000 Kalorien-Challenge. Aber zusammen, ganzes Team, wir essen mit 10 Leuten. So, da können wir viel mehr machen, 30 oder so. Okay, also ich schneide das gerade einfach so, als hättest du zu einer 30.000 Kalorien-Challenge zugesagt. Franklin, ich danke dir. Machen wir auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt mal zu dieser Halle 4.2. Viel Spaß. Wir sind wieder bei den 150 Kilo Hanteln und Eric probiert das jetzt. Wenn du das jetzt hochbekommst, ja, mit einem Arm, dann verdoppel ich dein Gehalt. Für einen Monat. Probier mal mit beiden Händen. Oha! Not bad.
Was hast du nochmal gesagt? Mit einer Hand, habe ich gesagt. Mit einer Hand. Ihr habt's gehört. Ey, aber krass, dass du hochbekommen hast. Ja. Gerade eben war übelst der Wesh da. Der hat das mit zwei Händen nicht hochbekommen. Oder man muss auf TikTok gucken. Der Trick ist, nicht aus den Armen versuchen zu heben, sondern aus dem ganzen Körper. Ah. Jetzt musst du da reingehen. Digga, ich kotze so ab. Ist ganz schlimm. Ja? Ganz schlimm. Wir sind jetzt in der Innovation Area Nutrition angekommen. Das ist sehr geil, weil jetzt können wir hier wirklich die spannenden Neuerungen finden, hoffentlich. Und wir sind ja noch immer auf der Suche nach diesem Süßigkeitenstand, weil die Süßigkeiten waren krass und ich will mal gucken, ob alle so gut sind. Du kannst gerne mal einen Becher probieren. Also Purple Yam High Protein Eis. Süßkartoffel High Protein ist nicht das, woran ich denke, wenn ich Eis esse. Wir probieren es mal. Wie Softeis einfach. Aber du schmeckst gar keine Kartoffel. Die japanische Süßkartoffel ist normaler Geschmack. Wird in Japan 95% als Dessert verwendet. Und als Dessert wird die verwendet? Ist von Natur aus violett. Ein Eis hat ca. 180 Gramm, sind 20 Gramm Protein drin. Und wie viel Kalorien? Sind 240, 245. Viel weniger als ein normales Softeis. Ist ein Kompromiss einfach. Ja. Schmeckt super. Schauen wir mal weiter. Wir sind jetzt angekommen bei dem Stand, den Franklin uns empfohlen hat. Und das sieht aus wie in so einem Candy Store. Das feiere ich schon mal. Ich bin gespannt, ob die anderen Produkte auch so gut sind wie diese Cola-Flaschen, weil die haben mich echt geflasht. Branding ist echt so sehr freundlich modern. Ja, ne? Die können noch big werden. Wir müssen den Clip speichern, falls die irgendwann richtig groß werden, dann habe ich es gesagt. So, hier. Salted Caramel Riegel. Sieht schon mal sehr juicy aus. Wenn man so 10... Es schmeckt schon sehr nach Snickers auf den ersten Metern. Hinten raus wird es schon ein bisschen gesunder im Geschmack. Darf ich dir den empfehlen, Max? Ja, okay. Der ist richtig geil, sehr schokoladig und den wirst du bestimmt auch mögen. Ich habe heute so viel Protein gegessen wie im letzten Jahr nicht mehr. Isst das auch, du musst mir helfen. Den probiere ich auch nochmal. 12 Gramm Protein. Das, was an Protein fehlt, kommt an Geschmack oben drauf. Der schmeckt schon sehr geil, nussig und cremig. Probier mal. Nein, kannst nicht mehr. Eric ist zu. Die Stimmung ist hier wirklich sehr, sehr gut. So, wir sind wieder da, wo alles angefangen hat. Meine Ohren dröhnen. Ich habe einige Sachen probiert, die ich so noch nie gegessen habe. Schön, Markus wieder getroffen zu haben. Und es war wirklich vor allem unterm Strich eine Sache überraschend lecker. Weil alles, was wir gegessen haben, alles, was wir probiert haben, ist wirklich im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit da war, so viel näher an den echten, leckeren Produkten, die wir als Normalsterbliche kennen. Deshalb Daumen hoch von mir an diese Entwicklung in der Fitnessbranche. Es hat Spaß gemacht, es war sehr interessant und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder was ganz Normales zum Essen gibt. Ne? Bis dahin, macht's gut, Leute. Max, warum endest du deine Sätze so komisch? Das war in jetzt wieder Absicht. Ja, das schreiben alle. Ich rede doch ganz normal. Ganz normal. Ich bin jung wie du und ich. Ja. Görsche halt. Von ne? Nix gibt nix, ne? Hätten auch immer gut, die Jange. Okay, ciao.